So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spelunky 2. Heute wieder gemeinsam mit Nefarius. Ich habe ihn halt gefragt, ob er mit mir die Aufgabe angehen möchte, einen goldenen Schlüssel für den Geheimweg zu finden. Und wie schon beim letzten Mal in Textform eingeblendet, wir haben echt schnell gemerkt, dass der goldene Schlüssel, den wir brauchen, der aus dem Anfangsgebiet ist und nicht der aus der goldenen Stadt. Deswegen fangen wir an dem Punkt an, wo wir das realisieren. Und wir waren davor, glaube ich, ein, zwei Runs bis zum Dschungel und sind da gestorben. Also verpasst, haben wir eigentlich echt schnell gemerkt, dass es der Schlüssel ist eigentlich. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei unserer Aufgabe, für die Abkürzung den Goldschlüssel bis ans Ende vom Wassergebiet zu bringen. Wusch. Achso, wir haben den Schlüssel noch, ne? Upsi. Warte. Ich habe die Nachricht. Ja, wir haben einen goldenen Schlüssel. Ich glaube, wir müssen nur den Schlüssel komplett mit runternehmen, wenn man den mitnehmen kann. Als ob. Also die Frau hat nach einem goldenen Schlüssel gefragt. Mhm. Der wird niemals bis unten überleben. Ich ja, kann er nicht einfach hier hinkommen? Ich dachte, wir haben so einen insane Plan, über den wir siegen. Ich habe nicht gesehen, was du gemacht hast. Ich habe nur versucht, den mit dem Schlüssel kaputt zu werfen. Ja, ich dachte, okay, ich schieb den jetzt zur Kante und du wirfst ihn da drunter, nicht so much stehen. Hat ja auch funktioniert. Okay, das ist ja dann geht's ja eigentlich. Ich dachte, sie hat halt spezifisch nach einem goldenen Schlüssel gefragt, glaube ich. Aber ich habe halt überlegt, wo man einen herbekommt. Ich glaube, die hat irgendwas in der Nähe gesagt. Also ich bin nicht sicher, ob welcher goldene Schlüssel es jetzt ist. Und irgendwas mit einem Skarabäus hat die gesagt. Boah, ich bin komplett überfragt. Warte, ich guck nochmal in die Aufnahme. Fast geschafft. Das Einzige, was im Weg steht, ist eine Tür mit einem Schloss in der Form eines Skarabäus. Es soll einen Goldschlüssel in der Nähe des Eingangs geben. Vielleicht passt der. Ah, also... Ja, also der Schlüssel. Ja, also der Schlüssel. Ah, ich dachte, des Eingangs zu... Wo sie gerade die Abkürzung macht irgendwie. Aber nee, die meint echt den Goldschlüssel von ganz oben. Ah. Puh, ich dachte schon, wir müssen in die Goldstadt. Das wird sehr, sehr spaßig, diesen Schlüssel dahin zu kriegen. Ja. Okay, den Teleporter will ich nicht. Shotgun. Ja. Die Free Shotgun, die ich für eine Minute lang hatte. Ja, aber es geht. Also, wenn man nicht in den Tempel rein muss und so, dann ist es alles machbar. Okay. Ja, dann kann ich einfrieren, wenn du ein bisschen runter gehst. Der Maulwurf. Okay. I mean, ne? Guck mal, das ist sogar ein Wanted-Poster für mich. Wir haben schon Kompass. Wir haben schon einen. Ich kann mich irgendwie nicht befreien, weil da zwei Maulwürfe drin amok laufen. Ja, ich weiß nicht, was ich gegen die unternehmen soll, also. Frei. Geht weg! Okay. Das hat funktioniert und dann tut er an. So, wie defeaten wir den Jungen? Aber auf seinen Kopf. Danke. Okay. Einmal wechseln. Schlagabtausch. Jetzt trage ich den Schlüssel bis. Oh, da ist ja noch einer. Okay, warte. Ich habe ihn einmal getroffen. Okay, nice, das ist nice. Nice. Pff, der stand halt schon vor mir mit seiner Schrotflinte. Okay. Aber wir kriegen jede Ebene wegen wieder Shotguns, die wir dann nicht mitnehmen dürfen. Ja, ich mach das mal. Der hat einen Skelettschlüssel. Lol. Alter. Ja, wir können an ihm vorbeigehen. Wir können warten. Achtung, er kommt. Oh. Okay, gehen wir weiter nach links. Komm. Fertig. Perfekter Ausgang auch. Kommen wir mit dem Dschungel raus. Müssen gar nicht durch den Dschungel, ne? Eigentlich. Das ist ein Skarabäus. Zwei sogar. Nehme ich. Oh, da ist ja noch eine Spinne. Komm, ein Stück noch. Double Kill. Easy. Oh nee. Ich geh vor. Weil. Du hast den Schlüssel. Warte. Nein, geh weg, geh weg, weg. Geh weg, geh weg. Okay.
Okay. Okay, jetzt haben wir also den Dschungel halt als Weg ausgesucht. Oh nee, warum sind da Bienen? Da ist eine Bärenfalle da drüben, Achtung. Okay, ich gehe aber nicht nach rechts. Ja, komm einfach. Lass deine lustigen Höhlenmann in Ruhe. So. Okay, Bienen. Ich kann dich leider nicht peitschen. Lass aber schnell runter, bevor die alle wütend werden. Boomerang. Okay, warte einfach. Lauf einfach. Ich lebe. So. Das ist die Mond-Herausforderung. Ist es die mit der Spitzhacke noch? Ja. Mal ein bisschen buddeln? Ja, ne? Nee. Also, wir brauchen eigentlich wir brauchen gar kein Gold mehr. Da ist ein Shop. Der ist mad. Okay, da gehen wir aber eh nicht hin. Der ist auch mad, der da drüben. Kannst einen Boomerang mitnehmen? Aber Achtung, der tut mir auch weh. Ich muss kurz mal gucken, wie der funktioniert. Perfekt. Oh Gott, nee, ein Äffchen. Er hat den Boomerang direkt fallen gelassen. Ich krieg die Krise. So. Ich da jetzt... Ah, jetzt geschafft. Ich da runter. Kurz weg. Okay. Ich schaff das alleine. Okay. Ja. Okay, da. Okay. Let's go. So, das ist so eine One-Hit-Pflanze aus dem ersten Teil. Oh Gott. Ja, der stirbt von alleine. Ich merk schon. Egal was er macht, der stirbt von alleine. Soll aber nur lang genug warten. Ja. Perfekt. Dann krieg ich sogar eine Shotgun. Weiß nicht, ob das gesund ist, mir eine Shotgun zu geben. Ach, dann hast du nur einen Stachelblock, ne? Der kann dich auch töten. Okay. So, jetzt ist my time to shine. Jetzt gehe ich vor. Okay, wir gehen da lang anscheinend. Achtung. Okay. Achtung. Ja, ich shotgun den bestimmt nicht. Ich ist sicher. So dumm gefährlich dieses Gebiet immer. Aber es geht eigentlich. Sieht immer schlimmer aus, als es ist. Was eigentlich aus der Meta passiert, dass ich vorgehe? Da liegt der Schlüssel drin. Und, dann schauen wir. Ja. So. Alles gut, ich brauchte langsam mal wieder Heilung. Da kannst du schön gechillt runtergehen. Lass warte, bis der Handlanger zu dir rennt. Der macht das alles. Oh. Krieg! Wie Shotgun. Junge. Okay, er macht nicht alles. Ich kann ihn einfrieren noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Okay, geh nochmal weg. Du bist scheinbar genau drauf gehüpft, als er nicht mehr eingefroren war. Jetzt. Okay, Junge. Ja, weiter. Das ist so ein Äffchen, okay. Da bin ich. Ist gut, ist gut, ist sehr gut. Warte. Ja, wir gehen da eh runter, passt. Rechts war nur so ein Voodoo-Mann, ja, die sind dann, ultra ätzend. Dann lasse ich dir den Schlüssel hier liegen und ich gehe vor. Okay, nicht in Pflanzen reinhüpfen. Da kannst du gegenwerfen. Ja, ich werfe die Pflanze. Ja. So. Was ist für eine Wespe da oben? Moschito. Machst du einen Charge manchmal. Was ist das für ein Loch da? Eine Höhle. Junge, was ist hier los? Gehen wir einfach hier runter. Ja. Okay. Ja, der Affe hat dich gerührt. Ja. Da ist da. Ah, das. Wo ist der Shopkeeper? Ah, der ist tot, weil da Münzen liegen. Ja. Der ist in die Bärenfalle reingerannt. Was ein Loser. Warte mal. Guck mal, wo wir schon sind. Oh no. Oh yes. Okay, du bleibst einfach da, ich mach das. Du willst das machen? Du hast es noch nie geschafft? Ja, ich schaff das. Match. Also, das ist ungünstig.
Ja, genau. Du kannst einfach jetzt nach ganz links laufen. Auch. Oh. Okay. Es gibt die Safe-Methode bei dem. Und zwar die hier. Halt immer so ein breites Stück hin und her laufen. Okay. Aber ich hatte ihn fast. Oh Gott. Hilfe. Okay, okay, okay. Ah, ich wollte gerade sagen, warum holt er seine Bomben nicht? Lauf, 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 lauf. Okay, 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 okay. Das läuft erstaunlich gut. Du hast direkt Horror. Ja, ich habe die Ebene heute erst ein paar Mal gemacht. Hier sollte ich hoffentlich eigentlich überleben. Mach diese grüne, diese Krabbe da eventuell weg. Ja, oder den da. Die hasse ich auch über alles. Ja. So, da ist Krabbi. Die Krabbe kriege ich. Nice. Ja, der Truthahn sollte eigentlich safe sein. So, den hier oben kriege ich auch noch. Den, nevermind. Der Truthahn outplayt mich. Ah. Ah. Die sollten nicht mad sein. Das sind andere Leute. Axolotl. Oh, Demon. Ah ja, ich mach erstmal den hier. Er stirbt nicht. Ich bin innerlich. Aber er hat mir zweimal wehgetan. Schlüssel. Okay, okay, okay. Ja, ich glaube, die sind abgemountet. Hier. Ich glaube, die sind abgemountet. Das passt. Okay. Da kannst du dich holen. Das neuer Charakter? Oh. Alter, warte, ist das nicht der Riech-Dude aus dem ersten Teil, der an Items riecht? Ich weiß es nicht. Hä, wie haben wir hier noch nicht einen Charakter gefunden? Ich bin doch hier schon 100-mal durchgegangen. Okay, so. Den spielen wir in der nächsten Runde. Ja, der ist doch grün. Ja, perfekt. Die brauchst du nicht. Da bist du. Erstmal den Dude. So, dann hole ich mich. Kannst du den Mops mitnehmen? Mach ich. Wir sind auch auf der Shotgun-Typen-Ebene, ne? Was unterscheidet die Shotgun-Typen-Ebene von den anderen Shotgun-Typen-Ebenen? Nein, ich meine, wir sind gerade auf dem untersten Level. Der wird direkt auf uns zusprinten. Oh. Okay, okay, okay. Okay, geh einfach in die Tür, geh einfach in die Tür. Okay. Ich habe ihm die Shotgun gegeben. Ja, ich kann nur versuchen, dass der Handlanger auf ihn aggressiv losgeht. Ich hatte ihn besiegt. Oh, nee, der killt sich selbst. Mobs zum Ausgang? Er hat sich umgebracht. Ich sehe es. Will den Truthahn nur. Er ist ultra smart. Und der andere teabaggt ihn. Ja, aber wirklich? Hä, was macht der? Willst du eine Schrotflinte? Nein? Okay, wir gehen weiter. Das ist ein Ehrencharakter, der teabaggt einfach. So. Oh, ja, das hat sich geklärt. Ja, die lösen sich selber die Probleme. Den Zombie da kannst du wegmachen. Die nerven hier ein Ultra in der Ebene. Jawoll. So, da war's. Okay. Da war wieder die Advanced AI am Start. Warte, was ist das für ein Gate hier? Ein Watergate. Ne, Wassermarsch brauchen wir nicht. Da bist du. Da bin ich, hallo. Es gibt so eine Chance, dass die einem verzeihen. Ich dachte, die ist eigentlich relativ hoch. Aber ich merke, sie ist nicht relativ hoch. So. Okay, gut. Hier ist es nicht, also links müssen wir rüber. Wir können unten lang gehen, aber... Ja, gehen wir unten lang, das ist kein... Aber ich gehe hier, okay. Kannst du hochgehen. Geh du hoch. Das ist nämlich der Shotgun-Mann, siehst du den? Ich muss den besiegen, du hast den Schlüssel. Ja, ich hoffe einfach nur, dass der runterfällt. Ins Wasser. Okay. So, Zombies gone. So, ich bewerf den jetzt. Er hat einfach den steinigen. Okay, der ist im Wasser, tschüss. Ja, du hättest ihn echt nur triggern müssen, dass er ins Wasser rennt. Ja, mein Job ist dann. Ich nehme meinen Truthahn. Einen Truthahn. Okay. Boah. Sehr ungünstig. Truthahn hier. Ich würde dich so gern mitnehmen. Das kannst du doch. Hast du ein Seil da? Ich kann ja nicht klettern mit dem Truthahn. Ach so. Ah. Okay. Wo sind wir jetzt? 4-3? 4-3, okay, zwei Ebenen noch. Alter. Die haben uns immer noch nicht verziehen.
Gott. Ja, ich mach ganz langsam. Okay. Kannst du den einfach wegschubsen? Ich kann ihn einfach darunter pusten. Okay. Ja. Nice. Da ist safe. Was macht der? Da ist auch safe. Ja, die hüpfen eigentlich, aber da ist ja kein Platz zum Hüpfen. So, wo ist der Ausgang? Okay, da können wir runter. Ich hab dich scheinbar verpasst. Ja, das... Oh Gott, das Lava. Mhm. So, wo ist der Shotgun-Mensch? Da ist er. Ich hab verfehlt. Lauf. Ja, keine Sorge. Ich hatte... Jetzt in die Lava gesprungen. Ich hab einfach gehofft, dass er weiter rennt und sich nicht instant umdreht, weil die rennen eigentlich immer erst gegen Wände, bevor sie umdrehen. Gefühl der Unterdrückung in der Luft. Ich will keine Unterdrückung, ich will keine neuen Sachen merken. Ich will einfach meinen fucking Schlüssel abgeben. Wir können... Kann mein Skelettschlüssel eigentlich alles? Ach, wir haben die ganzen Sachen nicht mehr. Just tutern. Nein, nein. Oh, okay. Fuck. Man hat so viel im Kopf. Junge, auf der letzten Ebene. Mann, ultra. Ich muss Charakter wechseln. Achso, ja. Braucht den T-Bag, Mann. Abenteuer beenden. Insta-Kill. Charakter wechseln. Alter. Der gute glücklich. Alte Jay. Oh, wie dumm. Das tut mir leid. Da haben wir einen Shop mit einem. Und einen Schlüssel. Alter, was ist das denn für ein Camper da? Ne? Oh, nice. Ich ja. Pam! Pam! Comboot. Gecomboot. Können wir die Brille uns leisten? Ja. Ich würde am ersten die Brille nehmen. Man sieht Edelsteine, wenn die in Wänden sind. Versteckt. Generell, was in Wänden versteckt ist. Ja, ich lauf mal weiter. So. Es reicht ja, wenn einer reingeht. Das Item bleibt ja in deiner Hand. Theoretisch kann man alleine spielen und einfach einem zweiten Typen den Schlüssel in die Hand geben und den immer am Spawn stehen lassen. Ne? Wäre jetzt so meine Idee, um es so solo ein bisschen zu cheesen. Wenn wir wirklich ewig brauchen. Warte, ich leg dir mal den... Okay. Also den Mobs, den kann ich nicht mehr helfen. So, ich leg dir mal den Schlüssel hin und ich nehme mal die Fackel, dass wir was sehen, ne? Ja, ich will hier raus gerade. Ich will gar nicht da lang. Bin draußen. Ja. Nimm mein Zeug. Hier. Nimm mein Zeug. Ja, ich tue jetzt mal die Kackfackel weg. Achso. Mit der Brille ist der Lichtradius auch größer geworden, oder? Ich glaube. Einfach mal gucken, wo er ist, dann kann ich den einfrieren gleich, wenn er in der Mitte ist und dann... Dann springe ich daneben. Plupp. Oh ja. Die sind sehr aggressiv, wenn die einen sehen. Okay, jetzt nicht mehr. Okay. Ja, ich bin auch echt ungünstig gestorben. So, erstmal gucken, keine Bären fallen. Unter dem Block können wir durchgehen, da rechts. Ja, der Handlanger ist Advanced AI. Er war komplett confused. Bisschen. Ach, das Hühnchen hat gute Beine. Hühnchen da laufen darf. Hühnchen hat gute Beine. Okay. Mit Stachelschuhen darf man auch da drauf laufen. Kann ich einfach die Spinne mit Mobs kaputt werfen? Ich kann eine Bombe reinwerfen, theoretisch. Ja, kannst du. Sei frei, Gonzo. Sieht so glücklich aus. Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Oh ja. Achtung. Oh Gott. Demon. Don't get leprechauned. Wir gehen aber. Nee. Der hat mich rausgefordert. Oh Gott. Außerdem liegt der Schlüssel hier noch. Der hat eine Bombe aus dir rausgezogen. Gibst du jetzt auf? Ja. Ich hab den Schlüssel wieder gekriegt. Das zählt als Sieg. Oh Gott. Na, warum aktiviert die sich, wenn die ein Stück runterfällt? So, okay. Also, die Optionen sind sichtlich schlecht. Nee, warte, wenn ich den seinen Boomerang wegpuste, dann kann er nichts mehr machen. Der läuft dann halt nur noch los, wenn er dich sieht, ja. Und wurde gegessen, okay. Der hat eine Kette? Was macht der?
spielt Spelunky. Alter, peitscht dir mal beide K.O. Da, guck mal. Hat den Boomerang geklaut. Und pfiffst in die Pflanze. Und gegessen. Okay, hey. Aber er hat seinen Job getan, er hat mich beschützt. Was ist mit ihm da unten los? Ja, der wenn dich dieser Totenkopf trifft, hast du 1 HP. Dein Hühnchen hat 1 HP, okay. Der lebt noch. Geh einfach weg. Da bin ich. Alter. Spreng dich runter. Ja, hol dich. Du musst dich dringend holen, weil ich bin. Ja, ich muss den einfrieren, der macht so ein. Der Schädel fliegt zu dir. So, jetzt bin ich da. Oh Gott. Ja, ich bin nicht mehr verflucht. Denn du warst nie verflucht, dein Huhn ist verflucht. Aber ich hatte oben auch ein. Ah ne, ich bin dumm, okay. Nichts gesagt. Ich warte, bis der hierher patrouilliert und dann. Ja, willst du einfach das Hühnchen wieder nehmen? Nö, ich hab ne Waffe. Okay. Ich bleib hier einfach, ne? Erstmal neu starten. Chock. Boah. Ja, du hast doch die Kamera. Ey, ich probier's schon. Ich bin so dämlich. Tschüss, Tutan. Ja, das passt schon. Dann kann ich auf seinen Kopf dann stellen einfach? Ich sehe nichts. Hilfe. Ah. Ja, das passt. Oh, er hüpft zu dir. Er hüpft zu dir. Ich bin. Er wird doch weiter zu dir hüpfen. Hört nicht auf, zu dir zu hüpfen. Nix. Warst du schon mal? Okay, warte. Okay, er will mich. Was ist los mit ihm? Er will mich, weil ich gerade näher bin. Oh Gott. Ups. Okay. Geh einfach links rüber, du hast ja schon eigentlich fertig. Oder willst du echt da. Oh ja. Nice. Alter. Du musst dann direkt auf ihn hüpfen, wenn das letzte wegmacht. Genau. Dann schnell durch oder kurz. Warte einfach kurz. Ja. Ich will meinen Schlüssel haben. Okay, schnell. Perfekt. Und rein. Keine Bomben. Oh Gottes Willen, Alter. So, oh, ich friere den schon mal ein. Weg. Okay, nice. Da bin ich nirgends. Den kann ich aktivieren. Geh weg von dem Ding, dass du es nicht zerquetscht. So, da musst du dich an der Säule festhalten. Achtung vor dem Tintenfisch, der hüpft hoch. Geh nach links. Ja. Oh Gott, nein. Ich habe ihn nur eingefroren. Die sind nur wütend. Okay. Auf den musst du drauf hüpfen gleich, wenn ich ihn einmal hab. Der kann nämlich klettern. Okay. Das Walross kriegen wir auch. Okay. Es läuft halt unter dir hin und her, stell dich einfach rechts an den Rand, dann kann ich es einfrieren. Ja. Okay, und jetzt Alter. Das Ding, weswegen wir uns eigentlich. Okay. Hab ich selber getötet. Da bin ich. Warte, ich hol mir Waffen. Okay. Hol dir alles einfach. Ich komme. Kannst du Kamera mal nach unten drücken? Ah ja, da lang muss ich. Und selber eine Schlüssel. Warte, warum ist da ein Eisenschlüssel? Kannst du mir ein Seil hinhängen? Muss ich dafür weiter runter? Runter und Seil drücken. Nö, hättest du nicht gemusst, aber. Ich bin. Ja, komm jetzt einfach ganz runter und leg einfach nur Seiltaste drücken, während du hier stehst. Du musst nicht nochmal hochdrücken. Okay. Das ist dafür hier. Können wir mal reingucken. Achso, stimmt. Schade, ich war zuerst hier. Kommt irgendeine Nachricht. Keine Ahnung. Irgendwas, was man bestimmt machen kann, wenn man irgendwie andere Sachen macht während dem Durchspielen. Okay. Ich bin immer noch nicht sicher, wie happy ich mit dem Schlüssel bin, aber ich schaff das. Ja, du gehst einfach vor und wenn du irgendwie mit dem Schlüssel stirbst, kann ich ihn noch nehmen.
Außer der Schlüssel wird zermatscht oder landet in der Lava oder irgendwas. Da kann ich auch rüberhüpfen. Den kann ich abballern. Ja. Der hat viel Leben. Welcome God. Ja, warte. Okay, nice. Sogar noch so einen Oktopus erwischt. Achtung, warte einfach, bis die in die Falle. Deren Falle? Ja. Huch. Da war ein Blindenfisch, aber der ist weg. Vorsicht, ist ein Shop. Nein, leg bitte den Schalter um, ich komme hier nicht weiter gerade. Also ich wollte doch gut, nicht, dass du irgendwie ein Agro-Shopkeeper bist, ich bin nicht kompetent. Wenn der... Hallo? Okay, du hast den Schalter betätigt. Hat funktioniert. Ich fasse mir auch gerade in den Kopf, mach dir nichts drauf. Geht's egal, komm. Okay. Das kann ich machen. Aua, du hast den Schlüssel auf mich fallen lassen. Alter, ich hasse mal, warum? Warum wird so. Gottes Willen, ich will hier nicht existieren. Das Shotgun. Passiert. Wärme. Ich nehm den. So, kannst du peitschen. Ich bin. Okay, das war geplant. Wir haben diesmal keine wütenden Shopkeeper an jedem Ausgang. Ne? Ah, da ist der Ausgang. Achtung, stehst fast in den Stacheln. Das ist ein schwerer Sprung. Nee, einfach laufen. Ja, kommst du wieder raus? Ausgang. Nee. Du musst hoch. Willst du, spring einfach mal da so, dass du das Seil da nach oben legst. Ah, okay. Aber ich muss nach oben. Das Seil, der Ausgang war rechts über dir. Ich hab nur rechts unter mir geguckt. Was? Ich wollte, dass du das Seil komplett da rechts hinmachst, dass wir zum Ausgang überhaupt hinkommen. Dass du es da rechts an die Wand hängst. Kannst du nach oben gucken, dass ich den Sprung vielleicht schaffe einfach? Jetzt hab alles vernichtet. Da wollte ich, dass du das Seil hinhängst. Das ist der Ausgang. Ich hab unten die Höhle gesehen. Ja. Deswegen wollte ich dein Seil haben. Ja, okay. Dann gehen wir durch die Höhle jetzt mal rüber. Aber schaffen wir auch nicht den Sprung. Doch, doch. Ich hoffe, dass du nicht doof bounst. Ja. Alter. Okay, jetzt geht durch. Oh. Geh zur Tür. Ach, stimmt. Junge, du bist ein Genie. Nicht so wie ich. Okay, zwei und ein Leben. Fast alles verbaut. Fische. Ja, lass erst so den Zombie hier rüberhüpfen. So. Er hüpft jetzt hier weg, dann lässt er uns in Ruhe. Da kam der Zombie zurück. So, magst du mal nach unten? Okay. Halt, wir bleiben mal kurz hier. Brauch noch nichts sehen. Okay, den hast du. Du kannst da eine Bombe ist ein legen. Tintenfisch links. Werf einfach eine Bombe da in die Schlucht, in die kleine Gruppe vor dir. Jo. Ja, genau. Ja, das ist noch geholt. Ja, weg. Nice. Okay. Ein Grund, die Aggression an der Vase auszulassen. Oh, ich bin in die Lava gefallen mit dem Schlüssel. Also der Schlüssel ist weg. Kann ich die Lava wegpusten? Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Kamera auf mir ist, deswegen bin ich losgelaufen. Okay, ich habe schon zweimal mit dem Schlüssel gefailt. Krieg den Schlüssel noch. Warte. Ja, ich kann nicht da auf die Bombenhöhe, sonst könnte ich die Bomben aktivieren oder so. Geht die Lava weg, wenn ich Eis mache? Musst du 5 Minuten überleben. Warte, gibt's nicht noch den Raum da unter uns? Ja. Ja, nee, wir kriegen. Selbst wenn, falsch, was machst du denn, wenn wir da unten aufspringen? Dann sterben wir doch auch. Ja, das ist vorbei jetzt, ne? Ja, eigentlich schon. Ich kann eigentlich Neustarten machen. Diese halbe Stunde Adventures. Immer ein Fehler in diesem dummen Labergebiet. Weißt du, ich bin aber schuld. Ich bin gestorben, hatte keine Kameraführung mehr.
Alles meine Schuld. Ja, genau. Du darfst aber nicht sterben. Die einzige Person nicht, die konstant tot sein darf. So. Lava-Monster? Ich hab ihn noch nach links gedreht. Du kannst ihn noch rausspringen mit einer Bombe. Sind nur alle meine Bomben in der Lava gelandet auch. Ja, mach da einfach mal eine Bombe da unten bei der Vase hin. Kannst sie auch zur Seite stellen, vorsichtshalber. So. Siehst du einen Schlüssel? Da? Nee. Da ist mein Bombenzeug. Okay. Oh Gott. Okay. Du hast noch eine Bombe? Ja, weil hier sind. Leg die oben drauf auf die Säule. Da, genau. Wenn du die da drauf schaffst zu legen, ohne dass sie runterfällt. Oh, schau mal, wie zum Greifen nah mein Zeug ist. Ich puste es in dich rein. Stell dich da einfach an den Rand vom Fließband. Ich kann mich nicht hinstellen. Warte, ich mach einen großen Puster. Es ist so knapp. Nee, es geht aber nicht. Okay, ich puste ihn da aus der Lava raus. Wo ist der Schlüssel? Oh, okay, hab ich geklärt. okay. Ich wollte eigentlich eine der fünf Vasen nehmen und nicht dich. Noch einmal draufpeitschen. Als ob ich. Attentat. Ah, da ist der Laden. Warum sind hier überall Maulwürfe? Die sind so hyperaggressiv überall. Lass doch den Mops nicht fallen. Junge, nein. Was war das für eine Maulwurf-Runde? Oh, wie schön. Das ist schön nach einer schlechten Runde. Ah, let's go. über und unter uns ist eine Falle. Alter Junge. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also theoretisch dürfte er nicht darunter fallen. Wie ist der denn so komisch gebounced? Warte mal. Nee, der Schlüssel ist auf jeden Fall weg. Vielleicht. Na, vielleicht. Ja, okay, der ist weg. Man kann das nicht mal wegsprengen, dieses Totem, ne? Nein, du kannst es nicht gewinnen. Noch lebe ich? Er hat sich selber getötet. Okay, er hat sich. Ja, mein toter Körper. Mit 1 HP, let's go. Nein, bitte nicht mit einer Shotgun drauf rein. An den Affen kill ich. Hallo? Ich hab ne Geisel. Oh nee. Was wird, wenn ich jetzt die Shotgun drücke? Was passiert, wenn ich die Shotgun drücke? Wahrscheinlich schießt du dann einfach. Okay, anderer Plan, wenn das mit der Säule nicht funktioniert. Tschüss, Mobs. Perfekt. Aua. Ich war komplett unbeteiligt. Warte, jetzt kann ich ihn mal killen. Ah, er trifft einfach dich. Jetzt seine Hallo, Leiche lass meine Leiche doch in Ruhe. Er wirft seine Leiche auf dich. Ja, ich hab ihn besiegt, let's go. Ich hab noch 100 Bomben hier, 26 Stück, Alter. Ich versuche einfach. Ich bring diese Säule da weg, wenn es das letzte ist, was ich tue. Ich versuche einfach der Gefahr so weit wie es geht aus dem Weg zu gehen. Oh Gott, da ist der Nächste. Und das ist ein Handlanger. Oh Gott. Handlanger. Bist du ready zu werfen? Komm nicht hier. Achso. Oh Gott. Nee. Ich nehme mit einfach so. Handlanger, komm mit. Wir gehen. Okay.
Wo ist der Geist? Nirgends. Okay, Handlanger macht wieder Handlanger Sachen. Ich hol mir den Truthahn. Bist du noch mehr? Nein. Guck mal, das passiert, wenn du den Truthahn, die Truthähne bringst. Der macht deinen Laden auf und verkauft Truthähne. So, ich hol mich erstmal und chill. Falls nämlich irgendwas passiert. Irgendwo. Ja, ist glaube ich sicherer so. Ich werde meine gefiederten Freunde rächen. Wir haben nichts gemacht, hallo? Eigentlich nicht, ne? Eine Quest gemacht. Ich spreng nicht einfach ein Loch rein. Handlanger wird schon verstehen, dass er weg soll. Ich bin fast in die Lava gelaufen, by the way. Oh, ich geh einfach durch. Tschüss. Brauche nicht noch mehr Handlanger. Okay, hallo, Alien-Bohrer. Ja, braucht man dieses Auge von Horus, was man mit dem Schlüssel holen kann. Ich weiß nicht genau, was. Also, der bohrt dann wahrscheinlich einfach runter, ne? Ja, warte einfach. Ja. Wenn ich sterbe, dann. Mach's nicht im Handeln. Der will würfeln! Jo! Ja, ist ein Glücksspiel! Ja, für einen. Oh ja! Oh. Ah, da ist der Shopkeeper. Das hätte wieder nicht anders enden können. Es könnte sehr gut enden. Schade. Tschüss, Jetpack. Da ist der geheime Ausgang, wo man den Bohrer braucht, genau. Oder sehr viele Bomben. Truthahni. Ja, ich vermisse den Glücksspiel-Ureinwohner jetzt schon. Ja, ich gehe mit der Plattform runter. Ich sehe deinen Geist. Oh, mehr Zeit. Okay, es war fast Teamkill. Ja, friere mal ein. Ich warte mal trotzdem noch. Vielleicht rennt er ja einfach in die Lava oder so. Ich weiß nicht, was er macht, aber er macht mir Angst. Hier. Ja, er hat das aber von selbst beendet. Wir haben ja eine Brille wenigstens. Da bist du. Willst du einfach da oben stehen bleiben? Zweite Chance. Das klingt nach einem Plan. Aber ja, willst du den Schlüssel einfach hier lassen? Nee. Weil wenn ich es schaffe, ist ja doof. Okay. Ja, wie wenn du das schaffst, ist ja doof. Ich habe ja den Schlüssel trotzdem in der Hand. Ja, lebe. Aber du siehst ja nichts. Dann muss ich ja sterben, wenn ich es schaffe. No. Und die? Ich glaube, das. Oh, der Schlüssel lebt! Und ich lauf. Natürlich lebt der Schlüssel. Also wenn ich durchkomme ohne Schlüssel, dann stehe ich ja einfach nur am Ausgang und kann nichts. Ach so, aber dann kann ich mit dir durch die Tür gehen. Das meinst du, dass du ihn in der Hand hast? Das meine ich, ja. Ich dachte, ich lege ihn nur neben dich. Ja, wenn du ihn hast, dann ist. Nee, nee. Wo ist mein Hund? Egal. Hä? Egal. Oh Gott. Wir sind. Okay, ich. Hä? Ja? Hallo, wo ist die Katze? Die kann man skippen, der mit der Kamera, aber du hast ein Ja gedrückt. Okay. Okay, ja. Da hat er einfach sich nicht bewegt, okay. Ich hab's probiert, sagen wir so. Okay. Nee, ist sehr eklig gerade. Ah, ich mache jetzt mal die Nefarius-Taktik. Warum habe ich den weggeworfen? Okay, ich chill mal eine Sekunde hier. Oh no. Schick uns nicht in den Tempel, bitte. Ja. Freiheit. Ja. Ja, was heißt Freiheit? Es wird nicht besser, glaube ich. Ich habe 20 Bomben, also wenn ich irgendwie hier durchkomme.
wäre wir jetzt mal weiter unzufrieden mit den Schlüsseln. Wir haben 15 Zeilen und 20. Sind die böse? Nein, lass sie. Okay. Da bist du, hol dich. Okay, wenn ich nicht den Schlüssel irgendwie in die Lava oder ins Wasser werfe, eins von beiden, dann sollten wir eigentlich es gut schaffen. Okay, wir haben immer noch Shopkeeper, die wütend sind, das ist doof. Aber ich zeig dir meine Lösung, Wasser. Gott, renn ich mich hin. Und jetzt? Okay. Na? Okay, ich mach einfach mal ein Seil hin und wir gucken mal, dass er wütend wird. So. Er kommt nicht raus, oder? Ich würde dem nicht vertrauen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der klettern kann. So, wir machen mal eine Bombe dahin. Dann ist der Ausgang wenigstens safe erreichbar. Okay. Perfekt. Ja, also ich gebe dir einfach den Schlüssel und du chillst hier. Genau. Ja, wir haben es jetzt bisher... Ich gehe hier hin vielleicht. Wir haben es so gut ohne Weichei-Taktiken geschafft. Egal, ich will einfach durch. Ja, Funruns können wir immer machen, tatsächlich. Aber wir sind jetzt schon halt so weit. Okay, das. Und hier tötet halt irgendwie alles Innocent wieder. Nur wenn man sich nicht wehren kann. Tingling, komm da weg. Danke. Wo immer der hin ist. So, kannst du dann hier wieder chillen. Jo, wir schaffen das. Wir haben ja sogar einen Kompass. Ist eigentlich ganz nett. Ja, wenn dann die ganzen Pro-Gamer meinen, ja, ich hab das gecheased, dann... Junge. Nur das Wassergebiet, wo wir, nachdem wir zweimal versagt haben. Der ist wo so der tot, Krabbenboss der ist... den Ausgang campt. Ja, vielleicht ist der Shopkeeper ultra klug und überlebt, bis er den Krabbenboss tot hat. LOL. Okay, jetzt stirbt er. Ja, und springt runter. Das Spiel arbeitet für uns. Mobs. Oh nein! Let's go! Das ist alles tot eigentlich, du musst nur durchlaufen. Und ja, du überschätzt mich, glaube ich nicht. Ist nicht alles tot. Ich höre doch was schießen. Ja, krabbel mal runter. Einfach mal gucken. Okay. Jetzt einfach durch. Kein Mobs. Wo bin ich? Dass ich es wieder verkacken kann? Ah, direkt hier. Okay, nice. Ja, dann... Tropf mir einfach einen Schlüssel runter. Oder komm hier rein, ja. Ich mach mal die weiche Schuppen-Junior-Taktik weiter. Ich lass den jetzt Oh, du hast die Kamera. Okay. Es ist deine Ehre. Der Schlüssel. Okay, dann gehen wir weiter. Du musst den behalten. Ja, hallo, ich geh jetzt vor. Mach jetzt den Weg frei. Wo ist denn der Ausgang überhaupt? Gehen wir mal hier oben lang. Ich möchte nicht durch irgendein Wasser- und Krabbengebiet gehen. Okay, der ist tot. So? Ich weiß nicht. Nein, das wird ja noch darüber. Mit. Ja, okay, die Bomben sind alle weg. Das ist halt doof, sonst hätten wir uns einfach hier durchsprengen können. Ja, wir müssen, glaube ich, da links lang, oder? Nee, wir können auch nach rechts rüber gehen. Was ist denn da rechts? Ja, der weiter Weg. Ja, das. Okay, kann man nicht mal um die ganzen Viecher. Dann reden wir nicht weiter darüber. Ja, ne, also... Jetzt hat das Ding gewechselt, Junge. Untan. Der Shopkeeper ist tot. Mobslauf. Ja, fein. Wir haben es geschafft. Haben wir? Ja, wir haben es geschafft. Kommt nicht noch die Eisebene? Alter. Hallo, wie läuft das Abenteuer? Fast geschafft. Das Einzige, was im Weg ist, ist eine Skarabäus-Tür. Der Schlüssel, den du hältst, sieht so aus, als würde er perfekt passen. Danke. Ich kann es kaum erwarten, diese Abkürzung zu beenden. Mamas großer Helfer. Und ein Mopskuss. Hallo. Alter. Ich hatte hier ultra das krasse Ding mal. Hier war so ein Alien, das ist in so einem Mech rumgelaufen. Dann bin ich einmal oben drauf gehüpft und dann war das mein Mech. Ich glaube, den kann man aufheben. Tatsächlich. Probier's doch. Ja. Als ob. Ich erinnere mich an meinen Spelunky. Und so eins hatte ich getötet, so ein UFO. Guck, da kommen diese lila Schüsse, die machen Blöcke kaputt.
Aber das ändert trotzdem nichts daran, dass das echt unfair war. Guck mal, wer da ist. Neuer Charakter oder du? Was bist du? It's me. Und irgendein YouTube-Kommentar hat will mir noch einen Mega-Lifehack gegeben haben, dass man sich hier einfach gerade runterfallen lassen kann und damit die Eishöhle skippt. Ich weiß nicht, aber es klingt jetzt nicht so... Häng dich einfach mal mit mir hier ran. Okay, ich lass mich einfach mal fallen. Wir haben ja jetzt den Checkpoint. Oder wollen wir... Ja, wir haben keine Bomben und keine Seile, also wenn wir vom Checkpoint anfangen, ist eigentlich besser. Okay, musst nur einfach nur einmal runter und springen drücken und dann nichts mehr drücken. Hallo. Okay, das ist natürlich nice, dass das funktioniert. Das ist ein Lifehack, ja. Achtung! Oh Gott! Oh nein! Ich würde es wundern, wenn du noch lebst, aber du lebst scheinbar. Ah, da. Hallo, ja. Ich habe es auf jeden Fall nicht verdient. Also, oh Gottes Willen. Warte, ich hab noch was mitgebracht für den. Oh. Da schießt er nochmal. Hey, willkommen in Neu-Babylon. Ja, hier war ich noch nicht. Tschüss Axolote. Tschüss Mobs. Ich war hier einmal drin. Guck mal, hier gibt's kleine Drohnen. Sieht aber aus wie eine Metroid-Stage, Alter. Ja, warte mal, bis du einen Omeliten siehst. Olmiten? Ich will da nicht... Die beide so... Okay, da bewegt sich was hoch und runter. Da können, ist eine können Feuer... die Elektrokugeln bitte aufhören? Okay. Au. Hallo. Geh aufs UFO. Hey. Junge, was ist los hier? Weiß nicht, da ist so ein Technodrache an der Wand. Ich war jetzt einmal in der Ebene. Ja, du wirst doch wahrscheinlich nicht mehr viel mehr sehen außer diesem Screen hier, ne? Ja doch, wir haben ja jetzt die Schneeabkürzung. Jetzt kann ich das Spiel endlich durchspielen. Da unten ist einer. Da unten ist einer. Dort ist er. Da. Oh, Alter, die sind sogar gestapelt. Ich wusste nicht, dass sie sich stapeln können. Die laufen einzeln rum normalerweise, ja. Okay, der Shopkeeper ist aber stärker als die. Ah, die Kugeln... die reflektieren. Der Shopkeeper ist tot, der kann nicht gewinnen. Okay. Das... Komm. Nee, der Shopkeeper muss verlieren. Weil den kriege ich nicht tot. Doch, du musst nur auf den Kopf drauf hüpfen. Die können nichts. Ja, ich will aber erst, dass der Shopkeeper weg. Ja, das ist verständlich. Würde ich auch wollen. Das schafft der von alleine noch. Oh, oh. Der hat gewonnen. Warte. Ja, du besiegst den schon. Ja, ich schaff's irgendwann Eis auf den zu schießen, während er springt. Jetzt, wenn er wieder runterkommt. Na? Ja, wir haben Zeit, also. Kein Stress. Perfekt. Nimm die Shotgun. So. Wir sind ready. Genocide in Neu-Babylon. Okay, ich weiß nicht, was die... Also weiter als die erste Ebene war ich noch nicht hier. Ah, eine lichtlose Ebene. Mit Lava. Was ist das für ein Block? Was explodiert da? Was? Das ist doch eine Pfeilfalle hier, oder nicht? So wie das aussieht. Du lässt halt deine Schrotflinte mal runterfallen. Ich wusste... Eintrag hinzugefügt. Eine Laserfalle war es wahrscheinlich. Die öfter aktivieren wir mehrmals. Ah, guck mal, die lädt sich auf. Ich bin... Piep, piep. Ah, ich bin so unglücklich mit der Gesamtsituation. Okay, lass mich hier durch. Da bin ich. Oh, da bist du. Oder neuer Charakter. It's me. Du. Okay. Ja, warte, ich nehme mal kurz den Block hier, um runterzukommen. Irgendwas hat mich gekillt, ich hab's nicht mal gesehen. Du hast den Block kaputt gemacht. Ah, ich kann blinken. Kannst du den einfrieren, den da? Den obersten? Ich komm nicht weiter runter. Oh. Okay. Perfekt. Okay, einen hab ich. Aua. Die Leiche von dem wurde mich reingekickt durch den Feuerball. Ah. Okay. Jo. Alter, jetzt seine Shotgun verloren. Okay. Er wurde gekreist. Au. Ich auch gleich. Okay.
Das war die dunkle Ebene. Der ist wütend. Töne des Wilden. Irgendwas. Okay, nice. Hier, da hast du also erstmal wieder Equip mit Stachelschuhen und allem. Madame? Was ist das für ein Laden? Ich weiß nicht. Können wir mal reingucken. Musst du den Shopkeeper einfrieren? Den Bodyguard da. Okay. Oh Gott! Okay, er hat verkackt, der kommt nicht raus. Okay, dann benutze ich den Fahrstuhl, um reinzufahren. Hallo! Oh Gott! Geht er raus. Geht nein! Raus. Nein! Oh Gott! Okay, da ist irgendein riesiges Haus. Oh, wir haben es geschafft, den Schlüssel herunterzuschleppen. So, das war's mit der heutigen Folge Spelunky. Beim nächsten Mal, beziehungsweise in den nächsten Folgen, keine Ahnung, werden wir Neu-Babylon erkunden. Der Endboss sollte auch da irgendwo in der Nähe sein. Und das möchte ich alles erstmal alleine schaffen, deswegen erstmal ein paar Solo-Folgen. Vielleicht schaffe ich es auch in der nächsten Folge, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was Neu-Babylon ist und wie schwer der Boss ist. Vielleicht schaffe ich es gar nicht mit der Abkürzung, aber eigentlich muss es ja machbar sein. Also, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat Spaß beim Zusehen. Bis dann, euer Zimbelmann.